Waren und Dienstleistungen. In diesem Video erkläre ich, was Waren und Dienstleistungen bei Marken sind. Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischirm und Partner, und in diesem Video erkläre ich, was Waren und Dienstleistungen bei Marken sind. Bei Marken sind bestimmte Zeichen wie Apple, Telekom oder Mercedes für ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen wie zum Beispiel Computer, Telekommunikationsdienstleistungen oder Kraftfahrzeuge eingetragen. Am 15. Juni 1957 haben sich viele wichtige Industrieländer in Nizza getroffen, um zu entscheiden, dass alle Waren und Dienstleistungen, die es überhaupt gibt, in Klassen eingeteilt werden. Und heute gibt es insgesamt 45 verschiedene Klassen. Es gibt da zum Beispiel eine Klasse für Musikinstrumente, eine Klasse 16 für Druckereierzeugnisse wie Bücher oder Papier und Schreibwaren. Dann gibt es eine Klasse wie 43, wo Restaurants klassifiziert sind, oder eben 38 für Telekommunikation. Es gibt also für jede Ware oder Dienstleistung, die es überhaupt gibt, eine Klasse. Eine gute Webseite, um die sogenannte Nizza-Klassifikation besser kennenzulernen, ist TM Class, betrieben vom EUIPO, EU Intellectual Property Office, und einen Link habe ich hier unter dieses Video gepackt. Dort kann man ganz einfach nach bestimmten Waren und Dienstleistungen wie Gießkannen oder Isoliergefäße oder Musikinstrumente suchen und genau herausfinden, in welchen Klassen diese Waren oder Dienstleistungen klassifiziert sind. Man kann dort aber auch einfach eine Klassennummer eingeben und dann herausfinden, welche ganzen Waren und Dienstleistungen dann in dieser Klasse klassifiziert sind. Also wenn man beispielsweise 16 eingibt, dann bekommt man eine ganz lange Liste, wo eben ganz viel steht, wie Stifte und Papierblöcke und Papierservietten und so weiter und Bücher und so weiter und so weiter. Zu jeder Nizza-Klasse gibt es sogenannte Klassenüberschriften, die in der Theorie alle Waren und Dienstleistungen abdecken sollen, die in diese Klasse gehören. Das stimmt allerdings in der Praxis nicht. So sind zum Beispiel Süßwaren oder Übersetzungsdienstleistungen, also Dienstleistungen eines Übersetzers, eben nicht unter den Nizza-Klassenüberschriften zu subsumieren, also als Oberbegriff anzusiedeln. So dass sich zumindest die europäischen Markenämter, also das EUIPO und die verschiedenen nationalen Ämter, bemüht haben, diese Überschriften zu vereinheitlichen und neue Überschriften zu finden, die sogenannte Class Scopes. Und also haben diese Ämter eben diese Class Scopes entwickelt, die eben neue Überschriften, Oberbegriffe sind, unter die dann wirklich möglichst alle Waren und Dienstleistungen fallen. Die Class Scopes in Klasse 41 sind dann beispielsweise Verlags- und Berichtswesen, Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport und Übersetzen und Dolmetschen. Darunter fallen dann zum Beispiel solche Dienstleistungen wie Veranstaltungen von Seminaren, Veranstaltungen von Workshops, Fernkurse oder eben Diskothek, Dienstleistungen einer Diskothek, eben Unterhaltung oder Sportwettkämpfe und so weiter und so weiter. Ich bin wesentlich zuversichtlicher, dass diese neuen Class Scopes, also diese Oberbegriffe, tatsächlich alle Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Klassen umfassen, als die Nizza-Klassenüberschriften. Und die meisten dieser Class Scopes kann man sogar auch für die eigenen Markenanmeldungen beanspruchen. Einige werden allerdings als zu unklar beanstandet. In Klasse 35 werden beispielsweise die kaufmännischen Dienstleistungen und Verbraucherinformationen, das ist ein Class Scope in Klasse 35, als zu unklar beanstandet, und dann muss man eben die kaufmännischen Dienstleistungen spezifizieren als Einzelhandelsdienstleistungen, das ist immer noch zu ungenau. Da muss man dann beispielsweise sagen Einzelhandelsdienstleistungen für oder Einzelhandelsdienstleistungen mit Tennisschlägern oder Sportgeräten. Wenn man allerdings von den vorgegebenen Waren und Dienstleistungen aus dieser Datenbank TM Class abweicht, dann landet man nicht mehr im sogenannten Fast-Track-Verfahren, wo eben die Waren und Dienstleistungen automatisch als zulässig in der Formulierung angesehen werden vom Amt, und dann wird eben die Marke direkt nach ein oder zwei Tagen veröffentlicht. Wenn man davon abweicht, dann wird die Marke manuell behandelt und dann ist man nicht in diesem Fast-Track-Verfahren. Das bedeutet in der Regel eine Verzögerung von etwa einem Monat. Ich hoffe, dass ich Ihnen erläutern konnte, was es mit den Waren und Dienstleistungen bei Marken auf sich hat. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann drücken Sie auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.